Für Überraschungen sorgt auch sie seit mehr als 30 Jahren, Gardi Hutter. Wir haben die einzige Schweizer Klonin, die mal ungeschminkt war, getroffen. Und zwar, als sie einen Tag lang für an Diabetes erkrankte Kinder im Jugendzirkus auftreten. Gardi Hutter, wie man sie kennt, mit Wuschelfrisur und roter Clownnase. Doch heute ist sie mal ohne Kostümierung unterwegs und das aus gutem Grund. Gerade kleine Kinder haben viel Angst. Also ich habe oft im Zirkus Knie auftreten und dann hat ein kleines Kind hat immer angefangen zu brüllen, weil sie nimmt mich wirklich als die Figur. Sie haben die komische Übersetzung nicht. Und dann sehe ich natürlich grässlich aus, also dann bin ich fürchtig. Doch heute macht sie den Kindern keine Angst, sondern eine Freude. Im Kinderzirkus Robbiano dürfen die an Diabetes erkrankten Kinder einen Tag lang ihre Krankheit vergessen und Zirkusartisten sein. Spaß ist eben die beste Medizin. Das weiß Gardi Hutter aus eigener Erfahrung von ihren Auftritten als Clownin. Das Spielen ist, auch wenn es einem nicht gut geht oder wenn man mit etwas muss kämpfen muss, wie die Kinder, die jetzt schwierige Voraussetzungen haben, wenn die ins Spiel kommen, dass das so eine Kraft und eine Dynamik hat. In dem Moment konzentrierst du dich so aufs Spiel und auf die Dynamik, dann vergisst du alles andere. Und ich komme dann eigentlich gesunder aus der Vorstellung, als ich reingehe. Und darum gibt es dann für die Kinder eine erste Clown-Lektion. Und zwar einen Crashkurs im Ohrfeigen. Auch wenn alles nur gespielt ist, eine gehörige Portion Mut braucht man trotzdem. Ha! Ho! Ho! Also das, man muss auch die Schlaghemmung zuerst überwinden. Gibt es irgendetwas, das Sie vielleicht an den Kindern inspiriert, was Sie vielleicht für Ihre Arbeit brauchen? Ich finde das immer so, wie eins zu eins sie sind. Also erstaunt, nein, das will ich nicht. Also es ist noch so eine klare Emotion und dann eine klare andere. Und das ist beim Clownspiel eigentlich das Gleiche. Man kann es so an den Gesichtern ablesen. Und das versuche ich einfach auf der Bühne auch. Und so gibt's bei diesem Schlagabtausch statt Tränen viel zu lachen. Ja, gut.